Hallo! Heute bereite ich mir ein fröhliches Frühlingsgetränk zu. Mit einem kraftvollen Mixgerät natürlich. Dazu gebe ich 3 Dörrpflaumen, 3 Feigen ohne Kerne. Nein, das sind Datteln. Eine Handvoll Rosinen, eine kleine. Ein paar Leinsamen. Eine superreife Birne. Natürlich ist das Getränk nicht fröhlich, sondern ich bin fröhlich. Ho, ho, ho. Manchmal zumindest, wenn ich schlafe zum Beispiel. Dann gebe ich frisch gesammelte Brombeerblätter. Brombeerblätter. Hier aus dem Wald hinein. Die sind natürlich ein bisschen fester, die Brombeerblätter. Darum braucht man einen Hochgeschwindigkeitsmixer. 70 Millionen Umdrehungen im Monat oder so. Habe ich nicht rausgefunden, aber behaupte ich mal ganz friedlich. Dann ein bisschen Taubnessel, ein bisschen Goldnessel. Schon ganz kleine Brennnesselspitzen, die wachsen jetzt schon unten raus oder so. Ein bisschen Labkraut. Und der Clou, Huflattichblüten. Sehen so aus, gelb. Die kommen vor den Blättern raus. Und vor allem Zune. Die sollten noch nicht offen sein. Aber nicht zu viele, vielleicht auch so eine kleine Handvoll. Damit das Aroma nicht zu intensiv wird. Dann wasche ich das kurz, weil ich es vorhin vergessen habe. Bei der Vorbereitung habe ich nicht reingedacht. Oh, langweiliger Film. Hey, was ist hier los? So, bin ich wieder im Bild, gehe ich das hier rein. Das sind natürlich ganz ungewöhnliche Geschmäcker, die wir so in der deutschen Hausmannskost nicht vorgeführt kriegen. Unserem Gaumen werden sie nicht vorgeführt. Natürlich besteht die Möglichkeit, noch anderes oft hinzuzutun. Alles deiner Wahl entsprechend. Falls du die Wahl hast, ergreife sie, bevor sie dich ergreift. Ha, ha, ha. Noch einen kleinen Apfel. Bang, hinein. Und dann natürlich gut Wasser. Man braucht gut Wasser, damit es gut durchmixt. Schwupp. Viel Wasser und dann Höllenlärm bis zum Umfallen. Ich habe noch ein grünes Gefäß, nicht ausgewaschen von vorhin. 1, 2, 3. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, ein bisschen länger als ein anderer Smoothie, aber wegen den Brombeerblättern habe ich es
länger gemixt. Oh oh, ist nicht ganz so grün, nur mehr gräulich. Oh, ein graues Mischi. Schmeckt nach Huflattichblüten. Und Birne. Aber ich mag es ein bisschen grüner haben. Darum gebe ich noch eine Hand Spinat hinein. Und noch eine. Und noch ein klein bisschen. Und oh. Ein bisschen Rucola. Oh. Oh. Ich glaube, ich bin nicht so der gute Smoothie-Künstler. Voll die Menscherei. So eine Menschlichkeit, ja. Eine Menschlichkeit erfüllt den Raum, der hat sich zum Zerbersten mit Liebe. Und weil ich noch süßer mag, gebe ich noch mal 3 Datteln rein. Heute mag ich süß, süß, morgen sauer, übermorgen vielleicht deftig. Oder beides oder gar nichts. Nochmal. Wünsche ich mir ein Wohl. Ich kann ja keiner mit mir mittrinken, der das sich anschauen tut, weil dann ist es schon längst vorbei. Ein bisschen grüner geworden. Blapp. So, auf den fröhlichen Frühling, auch wenn er nicht da ist. Halleluja.